kenne ich. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Tja, hätten wir damals im Weißgarten mal anders entschieden. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Ritterspann hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt, sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Ah. Anscheinend hat Rittersporn irgendwie Scheiße gebaut. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Naja. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior... Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigirolfen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Tja. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigirolfen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Rolven hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Oh Gott, oh Gott. Da hat er sich ja anscheinend in die schöne Scheiße reingeritten, der Rittersporn. Arme. Seine Augen sehen aus wie die eines Mörders. Stufe 16. Ich möchte jetzt hier aber erstmal raus.
bevor ich den Punkt verteile. So. Sprich im Badehaus mit Sigi Räuven. Das ist hier oben. Wir meditieren erstmal. Dann können wir nämlich zum Fechten noch gehen. Und das mit dem Sigi Räuven machen wir wohl von der Junior. Graf Räuvens Schatz. Danke dir, heute wurde Geralt, Ciri. Wusste Geralt nun, dass Ciri und ich eine Abmachung mit Hurensohn Junior getroffen haben? Also den die Banditenkönig haben wir schon getroffen. Der hat ja auch eben in das Fenster geguckt, als sie gesungen hat. So, Fechtunterricht. Leider nicht genug meditiert, dann machen wir es nochmal. So. Erzähl den Wachhauptmann von den Fechtstunden. Aber natürlich müssen wir auch noch unseren Punkt verteilen. Wo setzen wir den denn jetzt richtig ein? Wirkungsdauer von Tränken nochmal erhöhen? Wir erhöhen nochmal die... So, und wir können auch ein Mutagen reinhauen. Mich interessieren ja vor allen Dingen die Grünen, weil die haben Vitalität und Vitalität ist sehr wichtig. Aber immer plus 50. Tja, müssen wir wohl mit plus 50 leben. Grünes Muttergehen. Grünes. Kleines Grünes. Ah, Werwolf-Muttergehen. Wyvern-Muttergehen, das sind Angriffskräfte. Naja. Auf jeden Fall wirken jetzt unsere Tränke noch ein bisschen länger. Finde ich gut. Können wir die Gegner richtig wegfisten. So, und wir folgen einfach diesmal mal dieser Spur aus weißen Punkten, die uns hoffentlich schnurstracks dahin führen wird. Aber sollte sie eigentlich. Und tut sie auch, denn wir sind da. Ja, da oben ist es. Geralt hat wieder mal keine Ausdauer. Die müsste ich irgendwie noch erhöhen können, die Ausdauer. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Geralt von Riva, ja? Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke hat sie gesagt. Du sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Aha, wo ist denn die Tempelbrücke? Und hoffentlich verarscht mich jetzt nicht die Zwillingsschwester. 10 Erfahrungspunkte dafür. Ja, die Quest haben wir auf jeden Fall zu spät angefangen. Da gibt es jetzt nur noch wenig Erfahrung für. Aber naja, besser als gar nichts. Und es geht ja auch nicht alles über die Erfahrung. Wir wollen ja auch ein bisschen Story und Spaß haben an dem Spiel. Die Frage ist jetzt, was passiert jetzt an der Tempelbrücke? Fechtstunden glaube ich eher wenige. Schäferstunden, das wäre vielleicht schon das passendere Wort dafür. Oder ein Schäferstündchen. Wer weiß. Oder wir fechten auf der Brücke, aber das glaube ich nicht. Und diese Brücke ist auch ganz schön weit weg. Da ist eine etwas korpulentere Frau. Ein paar Zwerge.
Naja. Alter, wie weit ist diese Brücke denn weg? Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen. Wir sind ja gleich da. Und dann hören wir uns mal an, was die gute Dame zu sagen hat. Geralt, hier drüben! So, erwischt. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch! Links, zwei, drei, vier. Endlich! Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Und die Fechtstunde? Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Na gut. Ah. So ja nun nicht, liebe Leute. Ach cool, wenn ich laufe, läuft sie auch. Und wenn ich renne, rennt sie auch. Okay. Elfenblut, was? Oh, das Unwetter fängt an da draußen. Hier. Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke. Wie in den Romanen. Zieh das Schwert! Ich habe nur mein Stahl und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Ey, ich will dich aber nicht... Na gut. Wenn die Dame drauf besteht, aber nicht, dass hinterher jemand heult. Im Fall des Falles habe ich ein Taschentuch für dich. En garde. Mein Schwert leuchtet auch noch von den Runen. Hoffentlich töte ich die nicht. Ich glaube, dann ist die ganze Stadt gegen mich. Dann kann ich mich hier verpissen. Au! Au! Halt! Ich ergebe mich. Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Wieso interessierst du dich überhaupt fürs Fechten? Ich langweile mich. Ich habe hier keine Freunde. Mein Vater hält mich an der kurzen Leine. Ein Bankett nach dem anderen. Ich hasse Bankette. Öde Gespräche, schreckliches Essen, schwache Getränke. Genau. Mit dem Schwert in der Hand kann ich wenigstens etwas Spaß haben. Etwas Dampf ablassen. Und jetzt? Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Na klar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Scheiße, sie ist weggelaufen. Vaatra bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Oh Mann. Kann nicht mehr weit sein. Hier sind doch Fußspuren. Hier geht's zur Sieben Katzen. Toll. Das Mädchen will eben Spaß haben. Ah, hier waren wir doch schon mal. Kann ich die auch wieder untersuchen? Weiter? Nö. Ah, Mädel, Mädel, Mädel. Du machst mich fertig. Mein Freund und ich können uns zu dir setzen, dir ein paar Fragen. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst? Das ist die Tochter des Botschafters Vaatra. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber.
Lasst es mich so ausdrücken, dass ihr es versteht. Verpisst euch! Sieh an! Nicht nur die Schwarzen kommandieren uns herum. Jetzt fangen auch noch die Hexer damit an. Schade bloß, dass ich mir von beiden nichts sagen lasse. Auf ihn, Lukas! Oh, muss ich die jetzt töten? Dann mag die Lütte mich doch nicht mehr. So viel zu dem Spruch, Hexer töten keine Menschen. Naja. Komm, jetzt. Ist dir jetzt klar, warum dein Vater darauf besteht, dass dich Soldaten begleiten? Damit sie mich retten können. So wie du. Nein, damit du gar nicht erst gerettet werden musst. Rosa, diese Leute sind deinetwegen gestorben. Na und? Erwartest du, dass ich in Tränen ausbreche? Eine Schweigeminute einlege? Das waren Halunken, die haben es so verdient. Ah. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Tja, hätte ich mich anders entschieden, hätte es wohl ein Schäferstündchen gegeben, aber... egal. Wir können nicht jede Dame flachlegen. Und das müssen wir auch nicht. Umso weniger muss ich wahrscheinlich zensieren. Heute ist auf jeden Fall die Folge online gegangen. Oder morgen? Nee, heute. In der wir mit Kayra das Schäferstündchen hatten. Und ich frage mich, ob ich das zensieren muss. Noch kam da nichts. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ist der Platz, die Zeit gekommen, um heute die Folge zu beenden. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat es wieder gefallen. Schreibt es doch in die Kommentare, was ich besser machen soll, was nicht, was ihr gut findet. Lasst euren Gedanken freien Lauf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Oder möglicherweise geht es jetzt auch gleich weiter für euch. Denn ich nehme ja immer noch am Stück auf, ohne darauf zu achten, dass die Folge wirklich für einen Tag ist. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, haut rein oder bis gleich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Folge ist, da ich immer noch nicht die anderen Aufnahmen geschnitten habe. Ja, aber wir gucken einfach mal, wie es jetzt weitergeht. In der letzten Folge haben wir eine junge Dame kennengelernt, mit der wir Fechten geübt haben. Und wir haben Rittersporns Gegenstück gefunden. Den weiblichen Rittersporn sozusagen. Der uns auch ein wunderschönes Lied vorgesungen hat. Und nun sind wir auf der Suche nach Rittersporn selbst, der einen Überfall geplant hatte. Auf Graf Reuven. Den wir nun einen Besuch abstatten. Jo, wenn ich dann mal die Treppe sehe, ich muss sagen, es ist noch mitten am Tag heute. Und jedes Spiel, was dunkel ist, ist schlecht. Da ich nicht viel sehe. Und ich dachte jetzt, bei The Witcher geht das vielleicht klar, weil das ja eigentlich nicht so ein düsteres Spiel ist. Hallo, kleiner Junge? Kann ich... Was ist denn los? Sie... Ah, das ist der kleine Junge, den ich letztes Mal nicht gefunden habe. Der graue Blödian! Schnappt ihn! Ich will mich abschlachten wie einen Hund. So geht das hier also, ja? Wir können ihn nicht umbringen!
So. Ja, na sicher doch. Alter, hat der einen fetten Hammer. Dann halt so. Auch ein bisschen Feuer tut dir weh, ja? Tja, das tut mir nicht weh. Die Eulenschwerte nehme ich den Leuten jetzt nicht ab. Aber das gegrillte Fleisch nehme ich doch gerne. Ja, dann haben wir das auch nochmal gesehen. Das haben wir beim letzten Mal nicht mehr gefunden. Nachdem ich da die Aufnahme so ein bisschen verkackt hatte am Anfang. Oder beim vorletzten Mal war das, glaube ich, schon bei der... Also ist schon ein paar Folgen her. Aber naja. So konnten wir es noch erleben. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den Jungen nochmal treffen. Ich soll nach da unten. Hüpf, Geralt, hüpf. Über diese wunderschönen... Ist da jemand? Aufmachen! Anscheinend keiner zu Hause. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Sag das ihm, ist mir Gerard egal. Von Riva will ihn sprechen. Kann nicht versprechen, dass Herr Rolgen Zeit für dich hat. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Interessant. Sigi Rolven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Happen. Ist mir sowas von egal, wer du bist. Ich will nur zu deinem Boss. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Wie einer fasst mein Schwert an. Also natürlich die Schwerter auf meinem Rücken, ne? Nicht das andere. Was einige jetzt vielleicht denken können. Deine Ausrüstung passiert nicht. Das will ich auch hoffen. Ich habe ein Handtuch um. Wunderbar. Sigi Rolven wartet nebenan. Ulala. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rum. Ulalalala. Hallo, gute Frau. Wölfchen. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt als Hand ausgestreckt in Frieden. Mist. Erstmal das Feuer wieder anmachen. Ich wollte gerade sagen, nee, die ist nicht so ganz nackt. Die hat ein hautfarbenes Höschen an. Uroboros, das erinnert an Resident Evil 5. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Rolven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Tja, das geht dich nichts an. Hat dein Freund einen Todeswunsch? Nein, nur nicht die besten Manieren.
Hexer sind keine feinsinnigen Städte. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager. Mörder! Bitte nicht! Cool, kämpfen wir jetzt nackt? Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Das ist ja nett. Einen dicken Knüppel, ja? Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah. Naja, muss auch mal sein. Mit denen sollen wir auch noch sprechen und jetzt kill ich erstmal seine Männer, ja? So. Wir brauchen eine Lebende. Alter. Ich hätte vielleicht mehr mit Quen arbeiten sollen. Scheiße. Das war schlecht. Oh, und jetzt dauert es wieder ewig, bis das Spiel geladen hat. Ewig, 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 ewig. Ewig? Wieso dauert das so lange, das Laden? Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Wer würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen? Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste...
Bitte. Hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt, oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Uralt. Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Segi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Woher kenne ich den Typen?